willkommen zu einer weiteren Folge von den Gassi-Vlog mit meiner Schäferhündin Blue. Wir machen uns fertig und starten den Tag. Moin Leute, also wir machen uns jetzt auf zum Bäcker, holen da nämlich Brötchen. Es ist gerade noch okay von der Wärme, ihr seht, ich laufe auch eigentlich sehr schattigen Weg. Und nachher muss ich dann mit der Blue erstmal zum Tierarzt. Und deswegen gehen wir jetzt spazieren. Die Bäckerei ist nur 5 Minuten fast von uns entfernt, also gleich um die Ecke. Dann bleibt es auch draußen sitzen. Und bevor jetzt alle Alarmglocken läuten, das ist genau vor dem Glasfenster. Man kann den Hund da noch sehen und die kann mir keiner da so schnell wegnehmen und den Hund klauen. Sonst lasse ich die natürlich niemals vor einem Geschäft unangeleint oder einfach warten da und gehe dann einkaufen. Das mache ich nicht. Das ist wirklich nur Brötchen geholt, dann wieder raus und jetzt hier ableihen. Und Blue macht das, was sie am allerliebsten macht, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo sie auch helfen kann. Ich werde ihr jetzt die Brötchenpackung geben und die trägt sie dann nach Hause. Okay, pack. Nimm mit. War morgen die Polizei da? Ich weiß jetzt nicht, was sie genau kontrolliert haben. Aber da haben sie auch jemanden angehalten, der seinen Hund nicht an der Leine hatte. Schade, dass sie es nicht mehr auf der Kamera mit drauf gekriegt hat, aber so ist das manchmal. Hier kann die Blue einmal verschiedene Bänke hochhoppen. Das macht es auch super gerne, mache ich ganz oft mit ihr. Und schaut euch das an. Die pinkelt immer am Straßenrand. Ich habe mehrere Aufnahmen, jetzt habe ich es endlich als Beweis hier. Immer am Straßenrand. Es ist manchmal richtig unangenehm, wenn man dann irgendwo ist und der Hund geht wirklich am Rand der Straße hin so richtig nah an den Autos dran. Hier jetzt auch einen berühmten Haufen noch hinlegen. Du Straßenrandkacker. Das ist immer so unangenehm. Hier einmal natürlich Beutel mitnehmen, ist ja auch klar, weil die Hinterlassenschaften müssen weggemacht werden. Und jeder Hundehalter, der jetzt hier die Videos schaut, der wird auch seine Hundehaufen von seinem Hund wegmachen. Ne? Aber ich sehe jeden Tag so Flatschen, also richtig überdimensionale, super gut gefütterte Hunde, die solche Oschis legen, dass ihr dir denkst, können die ja nicht wegmachen. Ich finde es immer super. So, jetzt geht's ans Futter. Die kriegt ein paar Reste auch noch, die wir halt von gestern dann noch hatten mit ein bisschen Ei. Die Hunde kriegen bei mir alles durcheinander. Also trocken, Nassfutter, Barfen, alles drum und dran mit Öl. Hier jetzt natürlich die Freigabe. Ihr werdet hier so viel sehen, was die Blue eigentlich frisst und die verträgt auch alles und dann wird schnabuliert. Dann kann der Mensch auch selber schnabulieren, weil ich habe da nämlich auch gefrühstückt. Und da hatten wir dann einen Termin zur Untersuchung. Hier habe ich eine längere Aufnahme gemacht, um euch mal zu zeigen, wie die Blue so drauf ist, wenn wir beim Tierarzt sind. Die ist, wie immer, die coolste Socke, die es gibt und zwar sehr ruhig. Es ist ja mit Hunden immer so, da haben wir jetzt nicht so einen großen Warteraum, wenn die natürlich dann beengt sind, dass sie dann da mal bellen oder fiepen oder so, aber Blue ist dann immer recht ruhig und guckt sich das alles an. Der kleine Kollege da hinten, der mit dem armen kleinen Verband da, da habe ich die Besitzerin noch vorher getroffen. Ach, was meine ich denn vor? Ich meine natürlich nachher getroffen, das war ein paar Tage danach. Und er hatte immer noch einen Verband an, der ist 11 Jahre alt. Und der wurde von einem anderen Hund gebissen und es tat mir so leid, aber laut ihrer Aussage macht er sich gut. Er hat jetzt Medikamente bekommen, ich glaube, der hieß Charlie, ich weiß es jetzt nicht, aber auf jeden Fall wünsche ich nochmal gute Besserung. Und es tat mir wirklich so leid für den Kleinen. Ich glaube, es ist ein Chihuahua, Jack Russell, ich bin mir nicht so sicher, aber wirklich, ich hoffe, er wird wieder komplett wieder natürlich gesund. Fernsehen läuft beim Tierarzt damit auch dabei. Die Hunde sind alle super drauf, denken sie nur ganz schnell weg hier. Blue ist am fast einschlafen und wartet. Sieht man auch die Äuglein so richtig schön zugehen. Und jetzt gleich kommt ein Bild, das wird euch ein bisschen vielleicht verstören. Ein Maulkorb kommt dran. Warum bekommt die Blue einen Maulkorb? Hat die schon mal gebissen? Die kennt den Maulkorb, die kennt auch Maulkorb vom Zugfahren und vom Busfahren und vom Taxifahren und alles. Kein Problem, aber hier ist das halt so gewesen, die war mal krank gewesen mit so einem, ach ich weiß nicht mehr wie das heißt, mit so einem Hundehusten oder so Zwingerhusten hieß das. Und als wir in Bonn gewohnt haben, bin ich halt da auch zur Klinik gefahren
Und da hat sie halt eine Spritze bekommen, die hat ihr wehgetan und sie hat den Tierarzt nicht gebissen, aber sie hat halt danach geschnappt. Und du kannst halt bei so einem Großen noch nicht sagen, ja, der macht nie was, wenn der unheimliche Schmerzen hat, ne? Und deswegen, die hat auch bei diesem Tierarzt, wo wir von Anfang an sind, jetzt hier in Kampfenfort, noch nie irgendwas gemacht. Aber ich bin immer so wie die Mutter der Porzellankiste, lieber meinem großen Hund einen Maulkorb dran, anstatt wenn irgendwas abgetastet wird oder die hat irgendwo Schmerzen, dass die dann schnappt und dann brauchen wir eine Tetanusspritze oder sonst was, weil ja, die hat jemanden gebissen, ne? Da immer bin ich einfach vorsichtig und die hat auch gar keinen Stress dabei. Dann waren wir schon durch, dann haben wir sie hier nochmal gewogen. Sehen wir das dann noch vom Gewicht? Kleines Schweinchen. Dann hat gesagt, sie ist ein Schweinchen, aber ist sie eigentlich nicht. Ihr Gewicht ist super. Sie hat immer so zwischen 25 und 27 Kilo. Hier haben wir die Oma Ara. Die ist jetzt hier mal präsent, weil die nämlich auch bei uns über Nacht gewesen ist. Na, meine Eltern haben sie dann uns gegeben und dann bleibt der Hund dann einfach bei mir. Und wie die Ara so ist, die ist ein kleiner Schmutzhund. Die legt sich gerne in Dreck, in Pfützen, in alles und hier auch in unserem Vorbeet. Das machen wir nämlich in diesem Video und es hat so lange gedauert, alles sauber zu kriegen und das ganze Unkraut wegzumachen, aber das seht ihr dann jetzt hier. So sieht der Vorgarten aktuell vorher aus. Und natürlich mit zwei Hunden, die im Blumenbeet quasi zusammenliegen. Mhm. Hier ist eine weitere Fütterungszeit. Guck mal, wie die Omi da abgeht. Die Blue ist einfach total ruhig, oh, die wartet. Möchtest du auch lecker haben? Ja, der ist ein bisschen ruhig. So, hier was Kleines einblenden. Die Ara bekommt Medikamente. Das ist eine Medikamentenvergabe auch fürs Herz und auch andere, wie zum Beispiel Gelenktabletten. Die kriegt sie aber nur morgens. Deswegen seht ihr das hier. Hier habe ich Lachsöl hinzugefügt und das nochmal alles dann vermengt. Und die Pulversachen, die ich eben halt dazugebe, das sind dann meistens immer noch so Kräuter oder halt bestimmte Mixpulver. Auch fürs Barfen. Die Oma kriegt zuerst die Freigabe, weil sie die Ältere ist. Und danach darf Blue schnabulieren. Es gibt bei uns keinen Futterneid und auch keinen Futterstreit, wie das antrainiert worden ist, halt vom ersten Tag an. Wir sehen jetzt, das ist immer bei denen. Ey, ich könnte mich immer belachen. Die gucken gegenseitig, ob die sich noch was, ob die was haben. Also wirklich, die sind immer so gewesen und es ist einfach wunderbar. Ich guck mal, ob du noch was über hast. Das war jetzt am Abend darauf, wo wir alles dann komplett vom Unkraut befreit hatten und dann nochmal die Rillen eben halt aufgeschoben hatten mit, ich glaube, mit so Stein nochmal, weil das vorne bei uns nicht richtig gemacht worden ist. Haben ja einen Altbau. Da habe ich jetzt die Tonne nochmal umgestolpert. Gleich erschreckt sich die Ara, da fällt nämlich noch was um. Und vorne ist halt alles umzäunt, ja. Aber die Ara ist uns an dem Tag einmal abgehauen. Dann lag ich plötzlich auf der Straße, weil sich da alles umgeguckt hat. Die Blue bleibt immer zu Hause. Also es ist egal, wo man ist, die Blue bleibt immer in dem eingezäunten Bereich, weil die den auch nicht verlässt. Und hier sehen wir die Oma immer noch im dreckigen Beet. Und ich mache gleich da den Besen kaputt, da rege ich mich auch drauf, habe das aber nicht komplett auf die Kamera bekommen, weil ihr seht da gleich, blöpp, geht der nämlich ab. Ja, ich hätte gerne meine Reaktion noch da gefilmt. Hier am Morgen zeige ich das dann einmal, wie es aussieht. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das so schön sauber alles jetzt ist und schön gepflegt aussieht. Klar, bei dem Beet kann man dann noch was ändern, aber es war mal komplett umgegraben, weil da Rohre auch noch waren. Der alte Zaun, der ist über 100 Jahre alt, da den haben wir jetzt mal angestrichen. Das Haus ist, glaube ich, von 1914 oder so. Und hier die beiden Mädchen. Und nochmal ein neues Schild, denn seit neuestem hatten wir auch Nachbarskinder, die mal Klingelstreiche gemacht haben. Und das hat mich so genervt, dass ich jetzt dieses Schild dahin gemacht habe. Und seitdem haben wir keine Klingelstreiche mehr mit dem Schäferhund. Und hier meine beiden Mädchen. Dann nochmal Tabletten. Ne, auch jetzt hier mit Nassfutter nochmal. Ich habe auch bei beiden Hunden gar kein Problem mit Durchfall oder so, wenn ich immer so verschieden füttere, sprich von Nass- und Trockenfutter. Das ist eigentlich komplett dann egal. Wenn die dann eben halt Durchfall haben, dann kriegen die auch ein bisschen Banane und eben halt dann trockenes Fleisch dann getrocknet. Hier gehen wir jetzt noch eine Runde spazieren. Morgens
Das sind Aufnahmen, wo es richtig, richtig knacke heiß war. Ne? Natürlich sind wir dann morgens mit den Hunden spazieren gegangen. Hier ist meine Frau mit Blue unterwegs und da sehen wir auch, dass sie Blue da nicht sieht. Weil der Oma ist halt sowieso, die hört nichts mehr, die sieht manchmal nichts mehr. Die ist einfach noch da und die zieht ja sowieso nicht. Hier. Sag mal, Ara sitzt. Na, da musste ich die Ara korrigieren, so. Weil die rennt einfach schon so los. Also die ist wirklich manchmal, Ara, da ist okay. Ja alles egal, da will die einfach nur weg. Okay. Und Blue auch wieder als zweites darf dann erst los. So, dann gehen wir jetzt da. Das ist wieder diese Hundewiese bei uns. Und da gehen wir nur ein Stückchen hoch. Ihr seht, das ganze Gras ist auch schön knacke, gelblich durchgedorrt. Und da laufen wir jetzt hoch. Und die Oma im Schlepptau. Die Oma braucht 5000 Jahre. Linden ist sie. Man kann bei der Ara immer zusätzlich ganz viel Zeit einpacken, weil es dauert halt einfach, bis sie wirklich alles abgeschnüffelt hat und man dann weiterlaufen kann. Aber gut, ist halt der Oma-Bonus. Die ist ja geschätzt 13 Jahre. Dann darf man auch schon mal rumschluseln und 10 Minuten an einer Stelle schnüffeln. Jetzt geht's dann nach Hause. Hier seht ihr dann einmal unseren kleinen Mini-Pool. Das ist so eine, ja, nicht Strandmuschel, das ist so eine Sandmuschel, die eigentlich für Kinder gedacht ist. Diese ist blau und total dreckig und die Ara geht da rein. Meine Eltern haben die gleiche in Pink und die ist super sauber und die geht da nicht rein. Deswegen wechsle ich da das Wasser nicht, weil die Ara sich auch da reinsetzt und so und da drin planscht, die Blue sowieso, aber... Das ist halt nur bei dieser Muschel so. Ich weiß nicht, ob es wegen der Verunreinigung ist oder so, aber die alte Oma liebt es halt einfach dreckig. Keine Ahnung wieso. Das war mein kleiner Einblick wieder in diesem Gassi-Vlog. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge immer wieder am Dienstag hier mit eurer Miyuki und ihrer Hündin Blue.